Einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich habe mir heute Morgen noch ein paar Gedanken gemacht über die Beziehung zu Petrus Margres und zu seinen Texten. 1995 ist sein erster Roman erschienen unter dem Titel Nichterino del Tio, also so etwas wie Abendschau. Es muss Ende 98 oder Anfang 99 gewesen sein, dass ich die ersten zwei Kapitel dieses Buches zugeschickt bekam. Und da habe ich zum ersten Mal Petrus Margres gelesen und es ist sofort der Funke übergesprungen. Es war mir sofort klar, dieser Autor ist ein Knaller und der wird im deutschsprachigen Raum großen Erfolg haben. Die Gedanken, die ich mir dann heute noch gemacht habe, das, mir geht es eigentlich hauptsächlich so, dass ich durch das Übersetzen angeregt werde, mir verschiedene Gedanken zu machen. Also in diesem fruchtbaren Dialog mit dem Autor und mit den Texten. Und zwar ist mir das so richtig klar geworden, dass eben seit damals, seit den 90er Jahren, sich das, die Voraussetzungen für das Schreiben und für das Übersetzen ja total geändert haben. Wenn man von dem Begriff Techne ausgeht, also das ist sowohl Technik als auch Handwerk als auch Kunst. Und wenn man diesen technischen Aspekt sich mal vor Augen hält, wenn ich mich erinnere, dass ich als Schülerin noch mit an einer Remington-artigen Schreibmaschine im Zehn-Fingersystem gelernt habe unter Einsatz von Körperkraft und damals in Österreich mit klassischer Musik, dass sich da eine wahnsinnige Revolution abgespielt hat. Silvia Zanovello und Ruth Geiger werden mir das bestätigen vom Diogenes Verlag. Die ersten Manuskripte wurden noch eingesandt, also von mir jetzt, ne? Also wurden noch ausgedruckt und Computer gab es schon, ne? Und ausgedruckt und eingesandt. Dann kam die große Revolution der Diskette, dass man eine Diskette zuschickte und dann kam die noch größere Revolution der E-Mail, dass man einen elektronischen, ganzen großen elektronischen Text, eine ganze Übersetzung per E-Mail, per Knopfdruck irgendwo hinschicken konnte, zum Verlag schicken konnte. Und das hat natürlich auch die Zusammenarbeit zwischen mir und Petrus Margres beeinflusst und geprägt. Es war so, dass ich ihn bei den ersten Büchern, bei den ersten beiden Büchern habe ich ihn noch besucht. Ich kann mich noch erinnern, da hast du noch in einer Wohnung am Bedirondoarios gewohnt. Das habe ich noch ganz deutlich in Erinnerung, der schöne Blick auf den Park. Und wir saßen zusammen und haben das Buch durchgeblättert und sind die Fragen durchgegangen. Und ich habe ihm die Fragen gestellt, wo ich mir nicht ganz klar war oder nicht ganz sicher war, worum es geht oder was er meint. Und er hat mir erklärt und dann bin ich nach Hause gefahren und habe das eingearbeitet. Heute ist das ganz anders. Heute schicke ich ihm per Knopfdruck den Text und er kann elektronisch, also meine Fragen, die ich da elektronisch in, als Kommentare reinschreibe, da antwortet er elektronisch. Also wir sind also wirklich nur mehr elektronisch im Kontakt. Und das ist also unkörperlich. Das ist eine ganz andere Art von Arbeiten. Ich denke, die auch einen Schriftsteller auch beeinflussen, nicht nur den Übersetzer. Also dadurch ist alles unglaublich viel schneller, unglaublich viel hektischer, unglaublich, der Perfektionsanspruch ist unglaublich gestiegen durch diese technische Revolution, die man wirklich vergleichen kann mit dem Buchdruck. In dem Sinn empfinde ich aber das Übersetzen eigentlich als ein bisschen anachronistisch, weil beim Übersetzen beschäftige ich mich sehr lange, also bei Prosa. Petrus Margres schreibt ja in einem wichtigen Text zum Übersetzen, den er nennt Existenzielle Etüden und ich finde diesen Titel ganz wunderbar und das ist das Übersetzen für mich auch und ich denke auch für ihn. Da schreibt er, dass das Übersetzen ihn sein Leben lang begleitet hat.
dass das Übersetzen sozusagen seine Weggefährtin war. Er spricht auch von Liebe und Treue zur deutschen Sprache. Also da ist eine starke emotionale Bindung, eine starke emotionale Beziehung. Und in dem Text sagt er auch, er übersetzt selber keine Prosastücke, sondern Theaterstücke. Und Theaterstücke, nehme ich mal an, übersetzt man nicht monatelang, sondern das geht etwas schneller. Von mir aus kann ich sagen, also ich bin sehr, sehr lang mit einem Text von Petros Margaris beschäftigt und da ergibt sich eine ganz besondere innere Beziehung zu diesem Text. Also es ist ein ständiger innerer Dialog, der hier stattfindet, ein ständiges Befragen, ein ständiges Selbstbefragen. Es geht um eine ganz besondere Art einzudringen in die Gedankenwelt dieses Autors, der in einer anderen Sprache schreibt, der ein anderes Denksystem zugrunde liegt. Also das heißt, ich versuche, den Gedanken zu erfassen und ihn dann in unsere Denkweise zu übertragen. Das führt manchmal zu kleinen Verzweiflungsausbrüchen, zu Haare raufen und zur Hoffnung auf die gefühlvolle Introspektion des Lektorats, die dann sozusagen dann nochmal Hilfestellung geben kann in solchen Fällen. Die deutsche Übersetzung spielt ja auch eine spezielle Rolle in den Margaris, im Gesamtspektrum der Margaris-Übersetzungen, dadurch, dass daran nochmal eine Fassung erstellt wird, die für die internationale Karriere der Texte bestimmend sind. Und ich habe festgestellt, dass auch Petros Margaris dann begonnen hat zu reagieren auf sozusagen die Vorschläge des Lektorats, dass er selber schon begonnen hat, seine Texte so ein bisschen vorzulektorieren, zum Beispiel lange Autofahrten, die wurden immer ein bisschen kürzer gehalten in den deutschen Texten. Und er spricht ja auch vom Etüdencharakter der Übersetzung und das ist es tatsächlich auch für mich. Es ist eine unglaublich wunderbare Übung im Denken und im Formulieren und im Schreiben. Und wie Antje Wiedenmeier auch schon vorhin sagte, dieser Unterschied zwischen Schreiben und Übersetzen ist, dass der Schriftsteller sich nur mit einer Sprache, also mit seiner auseinandersetzen muss, der Übersetzer aber mit vielen Sprachen. Also er muss sich viele verschiedene Stile verschiedener Autoren aneignen, zu eigen machen. Und in dem Sinn ist auch Petros Margaris ein Brückenbauer und ich nenne das auch Kulturpolitiker par excellence. Und das ist seiner Biografie einerseits geschuldet, andererseits aber auch seiner Tätigkeit als Autor und Übersetzer. Und ein ganz besonderes und beispielhaftes Paradigma von Kulturpolitik konnte man in den letzten Jahren beobachten, und zwar am Verhältnis zwischen dem deutschen und dem griechischsprachigen Raum. Und hier spielt Petros Margaris ja eine ganz besondere und hervorragende Rolle. Die wurde anerkannt durch die Zuerkennung der Goethe-Medaille 2013 und des Bundesverdienstkreuzes 2014. Das sind Zeichen dafür. Und in der Dankesrede zur Verleihung der Goethe-Medaille spricht er von einer 65-jährigen Liebe und Treue zur deutschen Sprache und Literatur. Das finde ich besonders berührend. Die Stadt Istanbul mit ihrer Multikulturalität haben ihn dieses kulturelle Brückenbauen gelehrt. Ihr und ihre Diversität hat er im Roman Kinderfrau und in einer langen Erzählung Trimeria, die wird demnächst im nächsten Erzählband von Petros Margaris erscheinen, also drei Tage heißt diese Erzählung, hat er ein Denkmal gesetzt. Und in dieser Erzählung geht es um die armenisch-jüdisch-griechischen Minderheiten im Osmanischen Reich und in der späteren Türkei.
Und diese drei Tage sind der 5. bis 7. September 1955. Diesen Aspekt hat auch schon Herr Kleris in seinem Referat angesprochen. Und Petros Markoris wäre nicht Petros Markoris, wenn es wirklich um nur drei Tage wären. Es gibt noch, natürlich noch einen Epilog, den 8. September. Er hat ja auch schon aus der Krisentrilogie eine quasi Tetralogie gemacht. Und in diesen drei Tagen kam es zu schweren Ausschreitungen gegen die griechische Bevölkerung in Istanbul, von denen sich die dort lebende griechische Community also nie erholt hat und die zur Auswanderung und Rückwanderung nach Griechenland führte. Diese Art und Weise, wie verschiedene Kulturen miteinander umgehen, ist ein lebendiges Zeugnis dafür, wie Kulturmigration und Kulturtransfer funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und in dem Sinne ist die griechische Sprache und Kultur in der Türkei ein Teil von Kulturmigration. Und dass Migrationsstereotypen, Vorurteile und alte Denkmuster hervorruft, ist nicht von der Hand zu weisen. Es scheint irgendwie etwas schwierig zu sein, wenn Einheit durch Vielheit ersetzt wird. Das ist nicht leicht zu akzeptieren. Der Sozialphilosoph Mark Terkesidis hat für die daraus entstehende Form den Begriff Interkultur vorgeschlagen. Den finde ich sehr schön, diesen Begriff, weil es so eine Art Zwischenkultur ist. So funktioniert für mich auch der übersetzte Text. Also er hat die Ausgangskultur verlassen, er ist nicht mehr Teil der Ausgangskultur, er ist aber auch noch nicht hundertprozentig in der Zielkultur angekommen. Er ist in einem Dazwischen, in einem Zwischenzustand. Und so ein ähnliches Phänomen beobachtet man auch beim Transfer auf dem Gebiet der zeitgenössischen griechischen Kultur. Auf dem Gebiet der Literatur ist wer der deutschsprachige Raum ein Einwanderungsland. Das wird jedoch zu einem überwiegenden Prozentsatz von der angloamerikanischen Kultur bestimmt und alle anderen Einflüsse sind nachrangig und sozusagen vernachlässigbare Größen. Politisch gesehen kann man es so sagen, 1998 hat die rot-grüne Regierung offiziell anerkannt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Konterkariert natürlich sofort von der These der Leitkultur. Das heißt, es muss eine Art des Umgangs mit den Migranten gefunden werden. Und diese Art des Umgangs nennt man Integration. Terkesidis argumentiert, dass dieser Begriff negativ besetzt sei und sich immer auf Defizite der Zugewanderten bezieht. Und dann könnte man vielleicht sagen, dass das Verhältnis von Einheit und Vielheit muss neu definiert werden. Man muss sich fragen, fügt man Einwanderer in die bestehenden Strukturen ein oder muss man der Vielfalt anders gerecht werden? Ganz ähnlich ergeht es dem Übersetzer und der Übersetzerin, wenn sie Kulturmigranten integrieren, also Texte übertragen, die aus einem anderen Sprach- und Kulturraum stammen und auch aus einem anderen Denk- und Mentalitätsraum. Und bei dieser Übertragung treten genau alle Probleme auf, die man beim Thema Migration und Integration zu hören gewöhnt ist. Besteht der literarische Text den Einbürgerungstest? Kulturmigration bedeutet, ein Stück fremder Kultur dauerhaft heimisch zu machen, durch Transfer in eine andere Sprache. Der fremdsprachige Text muss sozusagen Deutsch lernen, um integriert zu werden. Inwieweit muss er aber Deutsch werden? In diesem Dialog sind wir ständig. Oder inwieweit kann er in einem Zustand der Interkultur verweilen? Die Entscheidung, sich der deutschen Sprache zu widmen, war, wie Petros Markoris sagt, ein Zufall und ein Irrtum eigentlich. Interessanterweise war die Entscheidung des Vaters, ihn auf das österreichische St. Georgskolleg in Istanbul zu schicken, also eine ökonomisch und nicht kulturell motivierte Entscheidung gewesen. Und sie basierte auf einer Fehleinschätzung der deutschen Wirtschaftskraft, aber das ist heutzutage zweitrangig. Markoris ist seinem Vater für diesen Irrtum jedenfalls dankbar.
Das heißt, das wirtschaftliche Kapital motiviert zu Entscheidungen. Und in seinem Fall hat sich das ökonomische Kapital in symbolisches Kapital gewandelt. Und Kultur ist das symbolische Kapital, mit dem ungleiche Gesellschaften auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können, einander begegnen können. Aber auch hinter jedem Kulturtransfer stehen politische und wirtschaftliche Interessen. Also Literaturübersetzer ist also derjenige, der Kulturmigranten integriert. Und dabei geht es um Einwanderung, es geht nicht um einen Durchzugsverkehr, sondern um dauerhafte Ansiedlung. Welche Interessen bestehen an einer dauerhaften Ansiedlung, sowohl in der Politik als auch in der Literatur? Es bestehen wieder wirtschaftliche und politische Interessen. Arbeitskräfte werden gebraucht in einer überalterten Gesellschaft mit geringer Kinderzahl. Verlage wünschen sich Übersetzer, die wenig kosten, und Autoren, die sich gut verkaufen und sich in die jeweilige Leitkultur gut einpassen lassen. Und als ich am Ende der 90er Jahre diese ersten beiden Kapitel von Petros in der Hand hatte, wusste ich sofort, der Text ist witzig, der Text ist spritzig, der hat Geschwindigkeit, der hat Drive, der hat Biss, der hat Ironie, der hat aber auch die nötige Distanz zur eigenen Kultur. Und es gelingt Markeres, in Erinnerung bleibende, griffige Figuren zu schaffen, das Alltagsszenario, das Familienleben eines Kommissars, Kommissars Jaritos, zu beschreiben, das viele Leser nachvollziehen können. Und dazu kommt dann noch der internationale Charakter von Politik und Wirtschaft, Schmier- und Bestechungsgelder, Medienpolitik, Steuerflucht, Schiebereien, Parteienfilz. Wie gelingt es Markeres, das Wahrnehmungsproblem, das die zeitgenössische griechische Kulturproduktion generell eigentlich hat, zu umgehen oder zu knacken? Also natürlich ist es der Roman, der die Verlage und anscheinend auch die Leser am meisten interessiert. Erzählungen sind schon wesentlich weniger gefragt. Lyrik ist einer kleinen, erschrockenen Sekte vorbehalten. Und mittlerweile ist Petros Markeres der bekannteste und beliebteste griechische Gegenwartsautor. Das ist keine Frage. Das liegt auch daran, dass ihn sein Verlag gut pflegt, geschickt promotet. Er spricht Deutsch, ist für die deutschsprachigen Medien zum begehrten Ansprechpartner, zum Griechenland-Erklärer geworden. Ihm gelingt es durch seinen humoristischen Blick, durch die distanzierte Haltung, die seinem biografischen, kosmopolitischen Hintergrund entspringt, und durch die lebensnahen Figuren, dem deutschsprachigen Leser den Athener Alltag, die Athener Mentalität nahezubringen. Und dabei spricht er wiedererkennbare globale Themen an, mit denen sich der Leser sowohl im griechischsprachigen Raum als auch im deutschsprachigen Raum identifizieren kann. Ein Merkmal der Unterhaltungskriminalliteratur ist auch die Serienbildung, die Schaffung wiedererkennbarer Figuren, eines Kommissars oder eines Detektivs. Es wird Spannung aufgebaut, es wird ein Rätsel gelöst. Gleichzeitig ist der Krimi als populärer Lesestoff auch ein Gesellschaftsroman, der das Augenmerk auf soziale Missstände legt und eine kritische Position zu verschiedenen Phänomenen der Gegenwart, Macht der Medien, Umweltverschmutzung, Korruption, Verlogenheit der Politiker, Vergangenheitsbewältigung, Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftskrise einnimmt. 2005 hat Petros Markeres mit dem Roman Live in der Kategorie International des renommierten deutschen Krimipreises den 3. Platz hinter Ian Rankin und Arne Dahl eingenommen. Das war für mich so ein Signal, das war so ein wichtiger Schritt. Das heißt, er hatte einen eigenwilligen, wiedererkennbaren Stil gefunden, der sich vor allem in der Serienfigur Jaritos und in seiner Sichtweise der Welt, seinem Witz und seinen sprachlichen Bildern äußert. In der zeitgenössischen griechischen Literatur kann man generell in den letzten Jahren eine Öffnung und Internationalisierung beobachten, die ich persönlich nur gut finden kann. Allerdings lastet auf der griechischen Literatur das Erbe, das schwere Erbe eines Klischees, ich nenne das mal das Sorbas-Syndrom, und dieses folkloristische Bild beeinflusst immer noch die Wahrnehmung der zeitgenössischen Kulturproduktion. Und Ziel wäre es eben, die
alten und neuen Hüllen abzustreifen, einen antiquierten Philhellenismus, die politische Brille der 60er, 70er Jahre, die einseitige Naturbegeisterung für die griechische Landschaft, das Krisengerede. Das alles sollten wir hinter uns lassen und uns über die gemeinsamen globalen Fragen Gedanken machen, die uns zusammenführen und die die Menschen sprachübergreifend interessieren. Und es wird immer wieder die Frage gestellt, ja, warum gelingt es den griechischen Autoren, trotz jahrelanger Bemühungen ihrer Übersetzer nicht, ein ausländisches Stammpublikum zu erreichen? Einmal gibt man den Autoren die Schuld, einmal den Übersetzern. Das Problem liegt vielleicht ganz woanders. Und zwar müssen Sie bedenken, dass sich beispielsweise die griechische Prosa aufgrund historischer Entwicklungen erst zeitverzögert herausgebildet hat. Und wenn es aus daher keine Tradition von Übersetzungen gibt, dann fehlen dem anderssprachigen Lesepublikum die Voraussetzungen. Man kann auf nichts aufbauen. Der Übersetzer und auch der Leser können, für die gibt es kein Vorwissen. Hier ist wiederum der Übersetzer gefragt, indem er auf ganz besondere Weise Brücken bauen muss. Griechische Texte haben die Tendenz, etwas überfrachtet zu sein an Realien, an Eigennamen, viele historische Kenntnisse vorauszusetzen, die der deutschsprachige Leser nicht hat. Das erschwert den Zugang. Daher muss hier der Übersetzer ran und seine Vermittlungskunst beweisen, indem er den Leser möglichst elegant anleitet, möglichst ohne trockene Fußnoten. Und so ein treues Lesepublikum aufzubauen, ist ein langsamer Prozess. Und Petros Markeris hat das geschafft. Das ist ein Prozess, der viel Geduld und viel Fleiß erfordert. Von uns beiden und von den anderen Übersetzern auch. Aber ich werde nicht müde, an dieser Stelle immer wieder dasselbe zu wiederholen. Durch eine ohne funktionierende Übersetzerförderung wird es sehr schwierig, griechische Literatur deutschsprachigen Verlagen schmackhaft zu machen. Das ist leider die Voraussetzung für den Kulturtransfer. Sonst können nur solche Texte transferiert werden, die einen hohen Verkaufsfaktor haben. Dann werden wieder nur bestimmte Genres übersetzt. Wie wir alle beobachten konnten, wurde, bevor die Flüchtlingsproblematik die Oberhoheit über die Medien übernommen hat, das deutsch-griechische Verhältnis seit 2010 und besonders die Zuspitzung im Jahr 2013 bis 2014 zu einem, wenn man es von der Außenperspektive betrachtet, interessanten Fallbeispiel von missglückter Kommunikation. Und das ist kein Zufall, dass Deutschland und die deutsch-griechischen Beziehungen in den letzten Markeris-Romanen immer breiteren Raum gefunden haben. Es fing an mit dem deutsch-türkischen Ermittler in dem Roman Die Kinderfrau. Es ging weiter mit einem Deutsch-Griechen im Roman Zahltag, der die gebrochene Identität der zweiten und dritten Migrantengeneration verkörpert. Und jetzt wird Uli, ein junger Deutscher, in den Familienkreis von Kommissar Haritos eingeführt, der der Liebe wegen nach Griechenland zieht. Und im neuesten Roman wird der deutsch-griechische Aspekt noch intensiver. Die Deutsch-Griechen in Markeris Büchern sind oft gescheiterte Existenzen. Sie sind gespaltene Persönlichkeiten, die mit ihrer multiplen Identität seelisch nicht ganz fertig werden. Und dadurch werden sie dann auch zur letzten Grenzüberschreitung zum Töten fähig. Die Frage, wie man diese Zerrissenheit zwischen Deutsch und Griechisch überwinden könnte, hat mir Petros Markeris in einem Interview für die von Kostas schon erwähnte, für das Portal, Kulturportal, diablog.eu, folgendermaßen beantwortet. Ich bin von Natur aus ein Mensch, der in einem Schwebezustand, in einem Niemandsland lebt. Ich bin das Kind einer gemischten Familie. Mein Vater war Armenier, meine Mutter Griechin. Ich bin in Istanbul aufgewachsen, aber auf ein österreichisches Gymnasium gegangen, habe dann in Wien gelebt und lebe jetzt in Griechenland. Eine wilde Mischung sozusagen. Immer wieder spüre ich dieses Niemandsland und sage, redet mir nicht von Heimat, weil dieser Begriff sagt mir nichts, absolut nichts. Wenn das ein Grieche hört, schüttelt er sich vor Grausen. Aber ich habe mich an den Zustand gewöhnt.
nirgendwohin zu gehören. Ein Freund von mir hat es mir so erzählt, nach 3-4 Monaten in Deutschland will ich alles hinschmeißen, weil mir die Deutschen auf die Nerven gehen und zurück nach Griechenland. Doch sobald ich dort bin, sage ich schon nach einem Monat, ich halte die Griechen nicht aus, nichts wie weg. Das ist genau der Zustand des Nicht-Zugehörigseins. Man braucht allerdings eine gewisse Übung, um so zu leben. Es ist nicht einfach. Mein Weg war es, mich der europäischen Kultur im Allgemeinen zugehörig zu fühlen, nicht speziell nur der griechischen oder österreichischen oder türkischen. Das hat mir geholfen, die Sache in den Griff zu bekommen. Und wenn man selbst die Wahl hat, für welche Kultur man sich entscheidet, ist das etwas anderes, als wenn man hineingeboren wird. Also diese Wahl hat ja der Übersetzer. In Margaras letztem Roman Zurück auf Staat wählt er ein Isokrates-Zitat als Motto. Grieche sei man nicht durch Geburt, sondern durch Teilhabe an der griechischen Bildung. Das ist ein antinationalistisches Statement par excellence. Und dazu sagte mir Petros im selben Interview, dieser tolle Spruch von Isokrates ist eine der fortschrittlichsten Positionierungen zu diesem Thema in der ganzen Ideengeschichte. Es ist nicht das Volk, das dich bestimmt, sondern die Bildung. Das erlebe ich bei mir selbst. Die Bildung ist es, die mich geformt hat. Auch in meinem letzten Roman ist die Rolle, die die Bildung spielt, ausschlaggebend für die Aneignung und Assimilierung von Kultur. In Brechts kaukasischem Kreidekreis gibt es ein ganz ähnliches Zitat, wenn der Erzähler sagt, das da gehören soll, was da ist, denen, die für es gut sind. Dieses Gute ist in dem Fall die Bildung, die die Menschen formt. Brechts Spruch ist genauso für Interpretationen offen wie Isokrates wunderbares Zitat. Also nicht Geburt, sondern Teilhabe, das ist die Botschaft. Teilhabe ist ein demokratischer Prozess, der erkämpft werden will. Geburt ist von vornherein gegeben und auch nicht veränderbar. Petros Margaris hat sich in den Dienst der Sache gestellt, Teilhabe zu ermöglichen, durch Kulturtransfer Texte dauerhaft heimisch zu machen, sie auf fremdem Terrain einzupflanzen und anzusiedeln. In diesem Sinne betreibt Petros Margaris seine eigene Agenda von Kulturpolitik, sowohl als Autor als auch als Übersetzer. Weil meine Meinung ist, Kulturpolitik ist keine Angelegenheit zwischen Staaten. Sie ist eine Angelegenheit zwischen Menschen. Und sie sollte nicht in Institutionen verbürokratisiert werden, sondern in kreativen Menschen zum Ausdruck finden, die Brücken schlagen. Diese Art von Kulturpolitik, die wirkt inspirierend und fördert den Zusammenhalt und das gegenseitige Verständnis. Zum Abschluss möchte ich mal ganz persönlich und ganz öffentlich und offiziell Petros Margaris und Silvia Zanovello für die jahrelange gute Zusammenarbeit und für das Vertrauen danken. Sie hat mir die Chance gegeben, meine Arbeit als Literaturübersetzerin zu professionalisieren und sie hat mich angeregt, mir zum Thema Kulturtransfer Gedanken zu machen und mich einfach zu üben. Du hast mir die Gelegenheit für diese Übung gegeben. Und zwar nicht nur Gedanken zu formulieren, sondern sie auch umzusetzen. Und diese Umsetzung können Sie unter der Webadresse diablog.eu, deutsch-griechische Begegnungen, begutachten. Sie können auch den Blog abonnieren, wenn Sie wollen. Es ist das Beispiel einer alternativen, nicht institutionellen und zivilgesellschaftlichen Kulturpolitik. Und diese langjährige Zusammenarbeit hat mir auch die Gelegenheit gegeben, Anerkennung zu bekommen und gerade aus einem Kulturraum, der den Kulturtransfer vom Griechischen ins Deutsche bislang nicht besonders intensiv wahrgenommen hatte. Und ich darf mich jetzt schon ein halbes Jahr quasi darauf freuen, Ende Juni den österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung entgegenzunehmen. All das wäre, lieber Petros, ohne die Kontinuität deines Schaffens nicht möglich gewesen, an dem ich wachsen und reifen konnte. Und deine Power und deine Kreativität sind mir Vorbild und Anregung. Und ich wünsche mir noch lange Jahre kreativer Auseinandersetzung und gegenseitiger Befruchtung, ja, und noch viele, viele existenzielle Etüden.